Ja, was denn? Geh mal schon mal Kuschi-Kuschi machen im Bett. Ja, ich komm gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es um Eschwege und um die Puppenfesttage, also die Puppen- und Bärenmesse in Eschwege. Und ja, wir werden definitiv dabei sein. Und alles Weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Vielen von euch war das ja schon bekannt, dass wir auch dieses Jahr in Eschwege dabei sein werden. Allein schon durch den Vlog im Juni, Juli rum, wo wir das Hotel gebucht haben. Ich verlinke euch den gerne mal hier oben im i. Und ja, jetzt machen wir es komplett offiziell. Wir werden auch in Eschwege bei den Puppenfesttagen dabei sein. Dieses Jahr fällt diese Messe ja auf den 3. und 4. November. Dieses Jahr sind das die 24. Puppenfesttage in Eschwege. Die Messe an sich streckt sich über insgesamt drei Hallen. Einmal die Stadthalle, die ist auf der Wiesenstraße 9 erreichbar in Eschwege. Dann die Jahnturnhalle, die ist am Stadtgraben 1. Und die Festhalle am Dünzebacher Torturm. Das ist genau gegenüber der Stadthalle. Aber es ist halt natürlich auch dort alles für euch gut und sichtbar gekennzeichnet, wo ihr lang gehen müsst, um die einzelnen Hallen dann sozusagen besichtigen zu können. Der Eintritt pro Person kostet 10 € pro Tag. Ein Wochenendticket pro Person kostet 15 €. Und Kinder bis 12 Jahre sind kostenlos, also können kostenfrei auf die Messe. Es können Karten vorbestellt werden. Das ist auch so eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme und gestellt bekomme. Aber es gibt auch genug Eintrittskarten vor Ort. Wir haben letztes Jahr auch unsere Eintrittskarten problemlos vor Ort gekauft und ja, das dürfte dann kein Problem sein. Im Rahmen dieser Informationen jetzt zur Messe selbst, soll ich euch jetzt noch ein paar organisatorische Punkte bekannt geben. Und zwar ist es so, dass diese Messe ja eine sehr, sehr große Messe ist. Ist es natürlich so, dass sehr beengte Verhältnisse vor Ort sind, weshalb die Veranstalterin darum bittet, dass gerade wir Reborn-Mamas auf einen Kinderwagen gänzlich verzichten sollten. Es wird auch generell ein Kinderwagenverbot in den Bereichen geben, wo die Aussteller sind. Sofern ihr das jetzt absolut nicht vermeiden könnt, mit einem Kinderwagen anzureisen, weil ihr von weiter weg kommt, etc. Für diese Fälle hat die Veranstalterin einen sogenannten Kinderwagenparkplatz eingerichtet. Allerdings kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob dieser Kinderwagenparkplatz jetzt wirklich auch bewacht wird oder ob es wirklich nur der Abstellplatz wie die Garderobe sozusagen für Kinderwagen ist. Ich persönlich habe mit meiner Schwester das besprochen und wir haben uns dazu entschieden, dass wir gänzlich auf den Kinderwagen verzichten werden, auf der Messe selbst. Wir werden den Kinderwagen zwar mitnehmen fürs Hotel und ähnliches, weil wir ja auch Mika und Delia mitnehmen werden, aber in der Messe selbst, in der Messehalle selbst, werden wir auf den Kinderwagen verzichten. Ich werde Delia in die Bauchtrage vermutlich packen und Mika wird vermutlich dann auf der Amme bei meiner Schwester sein. Das ist so ein organisatorischer Punkt, den ich euch mitteilen soll. Wir haben gemeinsam mit der lieben Saskia und der lieben Sarah wieder uns dazu entschieden, ein Treffen zu machen. Und zwar jeweils am Samstag und Sonntag um 14 Uhr auf dem oder an dem Aldi-Parkplatz. Ich blende euch jetzt hier definitiv Fotos ein von dem Ort, wo wir uns dann treffen wollen.
Und natürlich auch da werden wir uns die Zeit für euch nehmen, um einfach halt auch zu quatschen, um Babys zu zeigen, um sich auszutauschen und ja, einfach diese Gemeinschaft zu genießen. Wir werden schon vom 2. November an da sein. Also der 2. November wird unser Anreisetag sozusagen sein. Und der 5. November, also der Montag, wird dann unser Abreisetag sein. Wir werden vom Hotel aus dann zur Messe fahren und werden definitiv am Samstag den ganzen Tag dort sein. Werden auch relativ früh dann zur Messe kommen. Am Sonntag werden wir allerdings nicht mehr so lange auf der Messe bleiben. Wir haben uns so als Ziel gesetzt, so ungefähr 2 bis 3 Stunden. Sonntag um 14 Uhr wird ja dann nochmal das Treffen dann stattfinden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weiter vergessen. Alle weiteren Informationen könnt ihr natürlich über die Webseite erfragen und erfahren, wenn ich irgendwas jetzt vergessen haben sollte. Wir haben jetzt noch ungefähr 4,5 Wochen bis Eschwege und diese Zeit wird auch relativ schnell vergehen. Da werde ich euch natürlich wieder mit der Kamera mitnehmen, so wie es letztes Jahr auch gewesen ist. Und ja, wir freuen uns sehr. Wir sind gespannt, wen wir alles kennenlernen dürfen oder wen wir wiedersehen dürfen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Video zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Heute ist ja wieder Montag und ich wünsche euch allen einfach noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!